liebe Pfotenfreunde, ich bin zusammen mit Luke und wir möchten euch heute eines der wichtigsten Kommandos beibringen. Hunde sind mit uns Menschen aufgewachsen und dazu gezüchtet, mit uns zu interagieren. Und normalerweise werden Tricks und auch Kommandos in einer bestimmten Reihenfolge beigebracht. Zum einen ist das der Augenkontakt, dann deine Körpersprache und zu guter Letzt das gesprochene Kommando. Hunde schauen uns auf natürliche Weise in die Augen, aber ich möchte dir heute zeigen, wie du deinem Hund auf Kommando beibringen kannst, dir in die Augen zu schauen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch mit jemandem unterhält, dann hast du erst das Gefühl, dass derjenige dir richtig zuhört, wenn er dir auch in die Augen sieht. Und genau das Gleiche gilt auch für Hunde. Und es geht bei dieser Übung nicht nur darum, dass dein Hund dir in die Augen sieht, sondern auch, damit ihr eure Beziehung stärkt und auch eure Kommunikation verbessert. Ihr fangt am besten mit einer kleinen Trainingsblase an. Das heißt, dass der Abstand zwischen dir und deinem Hund sehr gering ist. Und je näher du an deinem Hund dran bist, desto eher wird dein Hund auch auf dich hören. Und die Übung beginnt, indem du ein Leckerli in deine Hand nimmst und es von der Nase deines Hundes zu dir führst, also zu deinen Augen. Sobald dein Hund dann dir in die Augen schaut, dann gibst du ihm ein Handsignal. Das kann zum Beispiel dieser Zeigefinger sein, indem ihr dann das Leckerli einfach hier drin habt und euren Zeigefinger auf euer Auge zeigen lasst. Das zweite wäre dann das gesprochene Kommando. Das kann zum Beispiel "Schau her" sein. Und zu guter Letzt belohnt ihr euren Hund. Das Ganze muss natürlich innerhalb der nächsten 1-2 Sekunden passieren, damit der Augenkontakt nicht verloren geht. Wenn ihr diese Übung mit eurem Hund trainiert habt, dann könnt ihr auch einen Schritt weitergehen. Und im nächsten Schritt kommt nämlich die Belohnung nicht mehr aus der einen Hand, die auch das Kommando gibt, sondern aus einer anderen Richtung, sodass euer Hund sich nicht auf das Essen konzentriert, sondern auf das gesprochene Kommando. Ihr könnt die Trainingsblase auch nach einiger Zeit ausweiten, aber das ist ein längerer Prozess und braucht einige Wochen, weil sollte sich die Trainingsblase zu schnell ausweiten, dann kann die Blase natürlich platzen und das würde zur Folge haben, dass dein Hund nicht mehr auf dich reagiert. Der erste Schritt ist, dass ihr Leckerlis in die Hand nimmt und eurem Hund zeigt, dass ihr eine Belohnung in der Hand habt. Dann geht ihr von seiner Nase zu eurem Auge. Und ihr seht, das hier ist mein Kommando für "Schau her". Und dann gebe ich ihm das gesprochene Kommando, welches ist "Schau her, schau her". Sehr gut. Und dann belohne ich ihn. Ich werde die Trainingsblase jetzt etwas ausweiten, indem ich mich hinstelle und die Übung wiederhole. Sehr gut. Schau her. Ich habe die Schritte jetzt wiederholt, indem ich mit dem Leckerli in meiner Hand von seiner Nase zu meinem Auge gegangen bin und ihn belohnt habe, sobald er mir in die Augen geschaut hat. Falls dir das Video gefallen hat, klick auf Daumen hoch und abonniere mich für weitere Videos. Und falls du Fragen hast, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen.